Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Kalle von... Spencer TV. Leute, heute wieder mit einer neuen Geschichte, aber im Kurzbericht auch über die anderen Dinge, die noch so anstehen. Wir hatten ja noch vom Adventskalender, Adventskalender, haben wir in 10 Monaten ja auch fast schon wieder. Naja, also egal, jedenfalls... Wir hatten ja noch ein paar Fragen zu klären. Dazu gehörte auch, wie wird das dieses Jahr mit dem Kinofilm? Da komme ich dann demnächst nochmal auf euch zu, weil zumindest fürs Drehbuch und die Förderung haben wir keine bekommen. Ne? Eine glatte Absage, aber wir halten durch. Wir machen das. Da bin ich mir ganz sicher. Ist ja schließlich Spencers 40. Geburtstag, nicht wahr? Ja. Ja, und ansonsten, Februar eben, neuer Monat. Wenn man sich das überlegt, schon der 2. Monat im Jahr. Naja, egal. Jedenfalls habe ich da auch eine Geschichte zu erzählen. Ihr kennt das ja, wenn man Hilfe braucht und dann immer und immer und immer wieder fragt, das ist schon fast nervt. Obwohl, im Prinzip, man sollte ja jeden Tag helfen. Nicht wahr? Jeden Tag eine gute Tat oder wie das heißt. Na, egal. Jedenfalls, da gibt es so einen Dorf, der kann manchmal auch die Finger nicht davon lassen. So eine ganz bestimmte Person, da, 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 ihr wisst, was ich meine, zu rufen. Wenn es die kleinsten Kleinigkeiten gibt oder die größten Großigkeiten, egal wie, hier die Folge, seht selbst. Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber guter alter Spencer. Ja. Tja, Leute, wir warten hier. Verstehst du das? Nee. Die müssen doch mal antworten. Leute, wir haben an 2 Reisebüros geschrieben. Tja. Wegen Fremdenverkehr. Mhm. Ja, Elvis und ich, wir haben uns überlegt, unser Dorf ist manchmal so ruhig. Ja, geradezu langweilig. Was könnte man wohl tun, dass bei uns ein bisschen mehr los ist? Na, und da fiel uns ein... Fremdenverkehr! Richtig, Fremdenverkehr. Wir möchten Touristen ins Dorf kriegen. Mhm. Leute, die hier bei uns Ferien machen. Ja, das bringt ein bisschen Schwung. Das ist Remy. Und Demi. Bitte? Na, Remy, Demi ist das. Ja, ja, Jubeltrubelheiterkant ist das. Mhm. Aber die Reisebüros, ja, an die wir geschrieben haben, ja, die antworten nicht. Das eine heißt weite Weltreisen. Tja, und das andere heißt weite Reisewelt. Richtig, aber Funkstille. Tja. Als ob es die Reisebüros gar nicht, ja, nicht gäbe. Wunderbar. Oh, Post! Guck an, da kommen sie ja doch! Na, da bin ich aber gespannt, wer uns da geschrieben hat. Na, willst du eins abhaben? Ja, gibst du mir mal eins raus? Aber gerne. Danke. Geteilte Freude ist Doppelfreude. So. Oh, jetzt hab ich's raus. Hast du schon raus? Ja. Meins ist auch schon raus. Ah. Na, wo kommt's denn her? Vom Reisebüro Weite Weltreisen und deiner? Reisebüro Weite Reisewelt. Sehr geehrter Herr Spencer, sehr interessiert an Ferien in Ihrem Dorf. Bedingung Schloss Hotel. Fotos bis heute Abend, telefonische Zusage. Sag mal, was steht in deinem Brief? Tja, also die sind sehr interessiert. Aber sie brauchen unbedingt Fotos vom Schlosshotel bis heute Abend. Tja, das steht hier auch. Hä? Aber wir haben kein Schlosshotel und erst recht keine Fotos davon und vor allem nicht bis heute Abend. Elvis, ja, was gehört zu einem Schlosshotel? Ist doch klar, zuerst mal ein Schloss. Und genau das haben wir doch. Dann machen wir doch im Handumdrehen ein Hotel draus. Ja, aber ohne Nepomuk zu fragen. Den fragen wir später erstmal die Fotos vom Schloss. Hey, Hotel. Aber wie sollen wir das denn schaffen bis heute Abend? Ganz einfach. Der Nepomuk sitzt seit Wochen in seiner Dunkelkammer und entwickelt Filme und experimentiert rum. Dem bringst du die Filme. Das ist trotzdem viel zu kurz. Probieren. Aber ich sag ihm nicht, dass sein Schloss ein Hotel wird. Nein, noch nicht. Weil er sonst vielleicht wütend wird und uns, ja, die Filme nicht entwickelt. Genau, das sagst du nämlich. Ja, hallo, ja, hier Spencer. Ja, Reisebüro Weite Weltreisen. Reisebüro Weite Reisewelt. Ja, besten Dank für Ihren Brief, jawohl, ja. Wir haben unser Schloss Nepomukhausen. Uralt, 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 herrlich gelegen, was? Sehr komfortabel, ja, 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 wie geschaffen für Ihren Reiseprospekt. Verrückt. Die Fotos.
Fotos, ja. Fotos? Bis heute Abend? Was? Sonst kommen wir erst in den Prospekt vom nächsten Jahr. Na gut, alles klar. Elvis macht die Fotos. Ja, 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 ja. Tschüss, bis heute Abend. Na, was sagst du nun? Das schaffen wir nicht. Spencer, jetzt muss ich mich ganz unheimlich... Ruhig verhalten, das ist das Beste. Ruhig verhalten. An mir soll's auch nicht liegen. Hol deine Kamera. Los, ich besorg die Girls. Girls? Du meinst doch wohl nicht etwa Mädchen? Sag mal, wozu denn das? Ja, Elvis, Fotos vom Schlosshotel mit Mädchen macht dich doch viel besser. Naja, wenn du meinst. Mhm. Schön, sehr gut. Mhm. Probieren. Na, hoffentlich sind sie da. Hallo. Ja, ah, ja, hallo. Meine Damen, sofort bitte zum Schlosshotel. Ich meine zum Hotel, ich meine zum Schloss kommen. Wir brauchen eure jungen Schönheiten vor dem alten Gemäuer. Hm? Fototermin mit Elvis. Ja, in einer Stunde. Nein, sofort. Bitte. Aber wir machen gerade groß rein und sind auch gar nicht schön. Ja, Lulu. Lulu, was ist denn mit dir? Ich kann nicht. Ich mach gerade was anderes. Was machst du anderes? Ich gucke aus dem Fenster. Aber Lulu, Liebes, du kannst doch immer noch aus dem Fenster gucken. Da muss ich doch lächeln, oder? Ja, 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 du musst lächeln für die Fremden. Ich kann aber nicht auf Bestellung lächeln. Oh, Bestellung für Fremde. Ende. Ja, und jetzt? Tja. Ich weiß was. Ich rufe dich, Galaktika, vom fernen Stern Andromeda. Du schwebst doch immer schön wie eine Elfe. Wir brauchen dringendst heute deine Hilfe. Hilfe, Elfe, das heißt doch Hilfe, ob die auf diesen lausigen Reim kommt. Sie ist ja nischt. Na, bestimmt kommt sie von hinten. Ah, du da. Tag, ja, hab ich nicht gesagt. Tag. Hilfe ist Tag. Zwar kein doller Reim. Aber ja, weil ihr findet, dass ich so schön wie eine Elfe schwebe, bin ich trotzdem gekommen. Siehst du, Hauptsache du bist da, schöne Elfe. Wir brauchen dich als Girl. Elvis muss dich fotografieren. Ja, am Schloss, Gali. Schweb doch schon mal hin. Ich hol derweil meine Kamera. Wofür braucht ihr die Bilder? Wofür? Ja, Fremdenverkehrswerbung. Das Schloss wird Hotel. Aha. Und ich soll dazu als Girl Reklame machen? Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Tat ist, im Sinne der andromedanischen Gesetze. Aber ganz klar, Galaktika, das Dorf wird aufblühen durch deine gute Fototat. Tja, wie du meinst? So meine ich das, jawohl. Tja, Leute. Leute, es geht weiter beim Eisenbahnwagen. Warum willst du denn das Schloss fotografieren? Fremdenverkehrswerbung. Wir wollen nämlich ein Schlosshotel aufmachen. Was? Was sagt denn der Nepi dazu? Der weiß das noch gar nicht. Da wird er aber ganz schön meutern. Na, das erledigt ja Spencer, aber pst, nichts verraten. Ich sehe den Nepomuk doch gar nicht. Kann ich dir was helfen? Ich denke, du guckst aus dem Fenster, hm? Na ja, aber wenn du mich unbedingt zum Lächeln für die Fremden brauchst, dann... Lulu? Ja? Ich brauch dich nicht. Wir lassen jemanden anderen lächeln. So? Ha, wen denn? Na, die ist schon hingeschwebt. Gali? Ja, Gali Girl. Ich muss jetzt zu ihr. Tschüss, mein Liebes. Gali Girl. Hätte ich vielleicht doch nicht sagen sollen. Ich kann nicht. Ich gucke aus dem Fenster. Also wenn der Elvis nicht bald kommt, das ist sowieso so eine Sache. Galaktika als Reklame-Girl. Gali Girl! Na, endlich. Ach, da oben bist du ja. Prima, es kann gleich losgehen. Bleib mal gleich da oben stehen. Ja, schön, den Kopf etwas höher. Danke und Achtung. Zauberhaft, danke, Gali. So, und jetzt vielleicht zur anderen Seite rüberschweben. Ja, komm, 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 etwas weiter. Stopp, 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 die Arme auseinander. Danke, zeig's mir, Mädel. Und Achtung. Ja, das ist es doch. Danke, Gali. Und jetzt vielleicht etwas weiter drunter zur Mitte. Ja, dahin, stopp, bleib so. Danke und... So, danke, Gali. So, nun schweb mal etwas weiter rein.
Muss ich eigentlich alles machen, was du so kommandierst? Wie meinst du das? Achtung und... Ja, und danke, Gali, das wird die Sensation. Welcher Ferienort hat schon sowas zu bieten, schwebende Fee vom anderen Stern? Nun mal rüber zur Mitte, ja? Hier hin, da. Also, ob diese Schweberei eine gute Tat ist? Bleib so, die Arme etwas weit auseinander, danke und... Danke. Ach, auf das Knipsen macht doch Spaß, oder? Das ja. Achtung so, Achtung. Und Achtung so, danke. Und so. Würde ich immer wieder machen, ob das nun eine gute Tat ist oder nicht. Na, siehst du, und gleich nochmal. Danke. So, Film alle. Schon erledigt. Bist erlöst, Gali. Schönen Dank und tschüss, bis bald. Tschüss, Elvis. Mhm, tschüss. Hm. Sie so von da und schweben. Na, nichts wie hin zur Lieferung. Oh, Leute, 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 das klappt ja großartig. Das muss ich doch gleich den Reisebüros mitteilen. Und da. So. Hallo, hallo, hier ist Spencer. Ja, hallo Reisebüro Weite Weltreisen. Hallo, Weite Reisewelt, ja, hier ist Spencer. Ja, ich wollte nur sagen, Schlosshotelfotos. Mit sensationellem andromedanischem Girl. Schwebend. Ich meine freischwebend. Ja, 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 ja. Schon in der Entwicklung. In der Dunkelkammer natürlich. Ja, ja. Ende. Oh, ach, du liebe Zeit. Oh, du weite Welt. Ach, du lieb. Oh, für so viel Welt für gar kein Geld. Also nein. Hört ihr mich noch? Leute, wenn ihr noch da seid, es geht weiter in der Dunkelkammer bei Nepomuk. Wozu brauchst du die Fotos vom Schloss? Tja, also der Spencer braucht die für, weil wegen, naja... Nippi! Also der hat... Pass doch auf, hier ist eine Dunkelkammer! Ist der Elvis hier? Na, Liebes, was ist denn, hä? Nichts weiter. Hä? Ich wollte bloß mal wissen, wie ist das denn gegangen? Das mit dem Lächeln von der Gali. Ach, das, Liebes, das war fantastisch. Du, ich hab traumhaft schöne Aufnahmen mit der Gali-Fee gemacht. Du wirst begeistert sein. Da würde ich nicht so sicher sein. Na, kannst du gleich sehen. Also wirklich traumhaft schön. Ich nehme die Fernseh, was? Sehr gut. Elvis, mein Schloss. Wie schön mein gutes, altes Schloss auf solchen Fotos aussieht. Nepomuk, sag mal, wo ist denn da die Gali drauf? Gali? Wo soll die denn sein? Ja, die war hier drauf, auf jedem dieser Fotos. Ist aber nicht. Auf keinem einzigen. Nippi. Wie weiß ich? Du hast den Film falsch entwickelt. Was hab ich? Ja, sonst wäre doch Galactica drauf. Und sie hat das so fantastisch gemacht. Es waren einfach Traumfotos. Ach, Lulu, gut, dass du gekommen bist. Stell dich vor Schloss und lächle. Los, komm, ich brauch die Fotos. Kostet es, was ich wolle. Jetzt, wo die Gali im Sternenstaub verschwunden ist, da bin ich gut genug. Ich denke nicht daran. Also Lulu, du kannst aber auch ganz schön Dampf ablassen. Mach doch deinem Elvis den Spaß. Damit du als Hoteldirektor glänzen kannst. Als was? Lulu, ich hab dir extra gesagt, du sollst dich zurückhalten. Lulu, was hat dir Elvis extra gesagt? Dass dein Schloss ein Hotel wird. Was? Ohne mich zu fragen? Nepomuk. Och, ihr seid wohl verrückt geworden. Der erste Hotelgast, der durch dieses Tor tritt, den nehme ich hopp und kipp in den Fluss. Oh. Und jetzt raus mit euch, aber ein bisschen plötzlich. Und wehe, es kommt mir hier Licht rein. Raus! Na, da hast du mir ja was Schönes eingebrockt. Das tut mir ja wirklich leid, Elvis. So aber was. Mit deinem blöden Galligetue. Fantastisch! Traumhaft, zauberhaft, so ein Quatsch. Unser schöner neuer Plan mit dem Fremdenverkehr im Eimer. Und wenn du nun doch mich fotografierst? Ach, der Nippi entwickelt mir doch keinen Film, nachdem du ihm das mit dem Hotel verraten hast. Außerdem, kannst du schweben? Hä? Nein. Na also. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Ja, ja. Ist ja schon gut. Musst du es jetzt aufgeben? Nein, noch nicht. Erst rufe ich noch mal Gali. Oh, muss das denn sein? Weißt du was Besseres? Nein. Na also. Ich rufe dich Galactica.
Vom fernen Stern Andromeda, der Nepi hat dich aus dem Film geschmissen. Was mach ich bloß mit so viel Ärgernissen? Hattest du einen andromedanischen Film in deiner Kamera? Was? Nein. Wieso denn? Wir Feen von den fernen Sternen können nur mit andromedanischen Filmen fotografiert werden. Ach, Kali, woher soll ich denn so etwas haben? Hä? Ich kann dir ganz schnell einen holen. Oh, Kali, aber der Nepi entwickelt mir doch keinen Film mehr. Ach, das macht nichts. Den lasse ich dir dann auf Andromeda entwickeln. Oh, Gali, wenn das ginge, das wäre zu schön. Und dürfte ich dich dann auch noch mal knipsen? Aber klar, knipsen macht Spaß. Also, ich schweb ab. Ja. Und du musst mich nur gleich zurückrufen, ja? Sag mal, kannst du denn nicht von alleine kommen? Nein, das verbieten die andromedanischen Gesetze. Ach. Tschüss, bis Tschüss. Gleich. Diese blöden andromedanischen Gesetze. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt singen soll. Ach, blödes Ding. Elvis! Elvis! Elvis, ja? Pass auf, wenn du mich jetzt knippst. Aber jetzt hab ich doch die... Der Karl Otto bringt den Film mit dem Motorrad in die Hallerstraße zu Foto Hugendubel. Aber du schwebst nicht. Dann hast du die Bilder morgen früh. Das ist sowieso zu spät. Ich rufe dich Galaktika. Warum rufst du denn schon wieder Galaktika? Weil ich Fotos mit ihr machen will. Vom fernen Stern Andromeda. Aber die ist doch auf den Fotos gar nicht drauf. Doch, ist sie jetzt. Ich meine, wahnsinnig, aber wird sie sein? Ach, Lulu, Mann, das verstehst du ja doch noch nicht. Ha! Du weißt ja doch, wie dringend wir dich brauchen. Und wieso brauchst du mich nicht? Lulu. Kannst du schweben? Nein! Na also, wie dringend wir dich brauchen, da... Ich rufe dich Galaktika! Also das ist doch der Gipfel. Bleib bitte los mal auf deinem Stern Andromeda! Die anderen hier, die können ja nur krauchen! Siehst du, so macht man das. Kommt sie denn? Ach, guck mal da oben. So, Elvis. Hier ist der andromedanische Film. Fang. Ach, da. Danke, liebe Gali. Gern geschehen. So, also wir hier, wir können nur tauchen. Ja, kannst du schweben? Du immer mit deinem blöden Schweben. Ja, kannst du's oder kannst du's nicht? Nein. Na also. Da kommt extra die Gali noch mal runter und du machst hier unten so einen Rabatz. Sollst dich was schämen? Ich? Ja. Ich mache Rabatz? Ist doch wahr. Oh, Elvis, entschuldige dich sofort oder ich schlag dir die Kamera aus dem Pfoten. Also gut. Entschuldige, Liebes, aber ich bin in letzter Zeit sehr nervös. Also sowas. Warum ist denn Lulu so zornig? Ach, weil sie nicht schweben kann. Na ja, dafür kann sie zum Beispiel schön nähen. Ja, das kann sie. So, Gali, der Film ist drin. Verhalte dich bitte mal da oben ganz ruhig. Mhm. Ja, bleib genau so. Danke, Gali. Und Achtung, und... Ja, danke. Wenn du etwas tiefer kommen würdest und vielleicht etwas mehr vom Profil her. Danke. Noch etwas mehr. Danke, genau so. Bleib so. Achtung, und... Ja, danke, Gali, das war's auch schon. Hm? Zweimal am gleichen Tag dieselbe gute Tat, wenn das nichts ist. So, Gali, gleich kriegst du den Film. Und in 3 Wochen kriegst du die Bilder. Was? In 3 Wochen? Ich brauch sie heute Abend. Also, wenn ich die in dem andromedanischen Fotolabor schön bitte, dann schaffen sie es vielleicht in 2 Wochen. Aber ich brauch sie heute Abend, Gali. Nein, so schnell geht das nicht auf Andromeda. Dann ist alles aus. Elvis, wofür wolltest du die Fotos? Was? Für den Prospekt des Weite Weltreisebüros, aber... Ich hab mir das überlegt. Hä? Schlosshotel wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Was? Ich als Hoteldirektor, die Halle als Hotelhalle.
Und mit Schlossgespenst inklusive. Der Bobo, sag still, sei still. Ich will nur eines wissen jetzt. Entwickelst du mit dem Film hier, ja oder nein? Na klar. Oh, komm mit rein. Hey, Bobo, aber ja. Also sowas. Wenigstens Danke hätte er sagen können, dieser Elvis. Leute, da muss ich ja gleich mal den Reisebüros Bescheid geben. Ja, hallo, Reisebüro Weite Welt reiten. Ich meine, Reise weltweise, Entschuldigung, ja, also hier Spencer, ja? Sensationelle Fotos vom Hotel Schloss, Schlosshotel, was? Ja, ja, hab schon mal angerufen, aber die neuen, die sind ja noch viel sensationeller. Ja, bis heute Abend. Leute, wir werden den Urlaubern natürlich nicht nur ein Schlosshotel zu bieten haben, sondern auch noch die Quietsch Boys. So, Jungs, und ab geht die Mucke. Alles klar? Woo! Hört ihr Leute, lasst euch sagen, unser Dorf hält sich bereit. Denn es wurde vorgeschlagen, für einen Urlaub jederzeit. Denn unser Dorf bietet Erholung, frische Luft und grünes Gras. Jede Menge Ausflugsorte, Abenteuer und viel Spaß. Unser Dorf mit einem Satz ist der ideale Urlaubsplatz. Für alle, die Antikes schätzen und Staub aus der Vergangenheit, die gern auch mal mit Geistern schwätzen, steht unser Angebot bereit. Wir haben da ein Schloss zu bieten mit einer Ahnengalerie. Auch Türmchen sind da mit zu mieten, mit einem Baumhaus vis-à-vis. Unser Dorf bietet Erholung, frische Luft und grünes Gras. Jede Menge Ausflugsorte, Abenteuer und viel Spaß. Unser Dorf mit einem Satz. Allen, die auch Pilze lieben, mit ner schicken Bibliothek, die in Bücher sich verlieben, zeigen wir dazu den Weg. Wir sind nicht zu überbieten, auch ein Boot steht im Prospekt. Angeln sind da mit zu mieten und der Tisch ist stets gedeckt. Denn unser Dorf bietet Erholung, frische Luft und grünes Gras. Jede Menge Ausflugsorte, Abenteuer und viel Spaß. Unser Dorf. Na also, wer sagt's denn? Ich meine, wer singt's denn, wenn ich die Quietsch Boys? Aber jetzt wollen wir alle wissen, was in der Dunkelkammer rauskommt. He? Bin froh, dass der Nepomuk anderen Sinnes geworden ist und Schlosshoteldirektor werden will. Das Gespenst, das werde ich ihm vielleicht noch ausreden. Bei Nepomuk geht's weiter. Na also, über dem Schlosstor eine Leuchtschrift, Schlosshotel Nepomukhausen, nicht übel. Die von den Reisebüros legen besonderen Wert auf ein Schlosshotel. Deswegen habe ich ja dein Schloss so überaus vorteilhaft abfotografiert, Nepomuk. Hier ist aber gar kein Schloss drauf. Was? Nur diese andromedanische Hubsohle. Ach, Nepi, nein. Was, wie heißt ich? Du hast den Film falsch entwickelt. Was? Ja. Hast du mir das heute zweimal sagen lassen? Ich habe das Schloss von allen Seiten fotografiert. Bei jedem Schuss hatte ich es im Sucher. Mann. Ich kann mir das nur so erklären, dass dieser andromedanische Film, dass da eben nur die guten Feen drauf passen. Elvis, und sonst nichts. Mach Schlosshotel-Fotos mit Lulu. Da kann nichts schief gehen. Lauf, bevor die Sonne untergeht. Ja, aber Lulu und ich, wir sind doch... Nee, egal, ich probier's. Ja, lauf. Oh
Du, dich schickt der Himmel. Lauf zu Lulu. Ich brauche sie so dringend wie noch nie. Wenn sie nicht anders kommen will, dann mach bitte einen Kniefall vor ihr. Aber bitte schick sie her, ja? Das scheint dir ja mächtig wichtig zu sein. Und was machst du so lange? Na, warten. Na, dann kannst du auch selber gehen, ehe ich einen Kniefall mache. Nee, kann ich nicht. Wieso denn nicht? Ach, Lulu und ich werden mal wieder Krach. Ach so. Na, dann ist es wohl besser, ich gehe. Danke, lieb Kasi. Kniefall. Hallo, Leute. Ah, Zwillis. Ja, euch schickt der Himmel. Gleich hier vorne an dem Schlosstor, ja? Ja. Gut, stellt euch da mal auf. Wir können so oder so oder so. Ihr könnt auch so. Na, das ist es doch, genau so. Und Achtung. Ja, danke schön. Und jetzt noch da drüben. Ja, bitte Platz ruhig halten und. Danke. Und jetzt vielleicht noch dort drüben vor der untergehenden Sonne. Ja. Das ist doch wohl das Hinterletzte. Jetzt soll ich wieder als Lückenbüßerin für dieses Garlic Girl. Lulu, du kommst zu spät. Komm, bitte geh da aus dem Bild. Ja, ich auch sagen. Ja. Ich denke. Kasi hat doch einen Kniefall von mir gemacht. Ja, ich wollte ja, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Mit den Zwillingen geht das recht gut. Komm, geh da weg. Es wird gleich dunkel. Lulu, was soll der Quatsch, Mensch? Entweder du fotografierst mich jetzt oder ich mache noch ganz anderen Quatsch. Also das ist... Also Lulu, lasst uns den Arm, Elvis. Ja. Ihr seid ganz still. Ihr habt euch da reingedrängt. Leute, komm. Kein Streit. Nein. Ich habe meine Bilder im Kasten und die Sonne geht gleich unter. Ja. Also sowas. Ach, Zwillis, wenn ihr warten wollt, ich komme mit den Bildern gleich wieder raus. Also Lulu, das hätte ich ja nie von dir gedacht, dass sich der Elvis so angestrengt hat und komm noch mal posen. Ja, komm. Elvis. Was ist denn? Wo sind denn die Bilder? Ach, es war kein Film in der Kamera. Was? Ja, ich habe vergessen, einen neuen Film einzulegen, als ihr so plötzlich kamt. Und dazu haben wir uns so angestrengt. Und gehen extra vom Großreinemachen weg. Ja, du, mach sofort neue Bilder, ja? Das geht nicht. Na, seht doch mal, die Sonne ist doch schon weg. Also... Du bist ja ein schöner Fotograf. Fotograf ohne Mama. Komm, wir gehen. Mein armer Elvis. Ach, Lulu. Ich habe dich heute nicht gut behandelt, nicht? Deswegen geht es dir jetzt auch so schlecht. Ruf doch Gali. Ach, wozu das denn noch? Dass sie dir die Sonne wieder raufholt. Ach, du bist gut, auch noch rumspotten. Nee, will ich doch gar nicht. Mein armer Elvis. Ach Mann, ein total verkorkster Tag heute. Nichts ist gelungen. Nichts. Doch. Unsere Versöhnung. Ja, liebst. Aber mehr auch nicht. Ach, Elvis, was gibt es denn Besseres als so eine richtige Versöhnung? Sollst recht haben, Liebes. Ja, da ist schon was dran, Leute. So eine dicke Versöhnung. Ja, hallo, hier Spencer. Ach, die beiden Reisebüros. Weite Weltreisen, ja? Weite Reisewelt? Tja, also nein. Leider, die Fotos vom Schlosshotel sind nichts geworden. Weil also, das andromedanische Filmmaterial. Ja, jawohl, nächstes Jahr. Wiederhören. Ja, Leute, wenn ihr uns besuchen wollt, herzlich willkommen. Aber ein Schlosshotel haben wir nicht. Frühestens nächstes Jahr. Tschüss. Na, was sagt ihr jetzt dazu? Hotel, Schlosshotel... Mit Gali als schwebende Einlage. Naja. Und dass es sowas wie T-Shirts wieder gibt. Bei Spreadshirt hatte ich euch ja schon mal erzählt. Leute, wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch und Abo, wenn es beliebt. Euer Kalle von Spencer TV. Und dann bis nächste Woche. Nicht wahr? Tschüsschen. Na,
mal wieder gucken, wo ich hier das Ding ausschalten kann, nicht wahr? Aber ich lern's noch, ganz sicher. Ha ha ha!